Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mein Nagelgeheimnis quasi verraten. Und zwar bin ich der Meinung, dass Leute immer viel zu viel Kohle in Nagelstudios lassen. Ich selber war erst ein einziges Mal in meinem Leben in einem Nagelstudio und dachte mir, das kann es einfach nicht sein, dass ich alle 3-4 Wochen irgendwie 40 Euro auf den Tisch hauen muss. Und dachte dann, ich brauche irgendeine andere Alternative. Vor einem Jahr habe ich von einer Freundin einen Tipp bekommen, die immer mega lange und schöne Nägel hatte. Und ich die immer gefragt habe, so, hör mal, wo machst du dir die eigentlich immer? Die sehen immer voll gepflegt und perfekt aus. Und dann hat sie mir den Tipp gegeben, ich soll doch einfach mal bei Amazon nach dem Alessandro Strip Lack Kit gucken. Und das habe ich dann auch gemacht. Vorab möchte ich euch aber direkt mal sagen, das ist kein Product Placement oder ähnliches. Das ist wirklich mein absoluter Geheimtipp, den ich unbedingt weitergeben will, weil so viele das nicht kennen und ich mega zufrieden bin und dachte, das könnte vielleicht auch andere Mädels interessieren. Ich habe jetzt den Lack gerade nicht drauf, weil ich den eben extra abgemacht habe, weil ich euch jetzt natürlich zeigen werde, wie das alles funktioniert. Aber ich blende euch jetzt mal ganz kurz eine Szene ein, wo ihr sehen könnt, wie extrem lang meine Nägel auch geworden sind. Weil das ist nämlich auch ein mega Vorteil bei diesem Lack, dass die Nägel einfach nicht mehr abbrechen und die werden auch nicht porös oder durch irgendwelche Stoßschäden, dass sie abblättern oder so. Es passiert halt rein überhaupt gar nichts und dieser Lack schützt eure Nägel quasi und hält bis zu 4 Wochen. Ich hatte den vorletzte Woche echt noch bis zu 6 Wochen drauf. Also es ist echt Wahnsinn, wie lange das hält und ich bin absolut begeistert. So, noch einmal ganz kurz zu den Fakten. Dieser Lack lässt sich einfach so vom Fingernagel abziehen, wenn ihr keine Lust mehr auf die Farbe habt. Es gibt ganz, ganz viele Farben, die ihr immer wieder wechseln könnt. Das Starter-Kit kostet momentan auf Amazon, ich glaube, 66 Euro. Ja, ihr denkt jetzt erstmal so, oh mein Gott, ist das viel. Aber man kommt so extrem lange damit aus. Also ich habe das jetzt schon ein Jahr und meine Sachen sind noch nicht mal zur Hälfte leer. Also man kann es bestimmt auch 2 Jahre benutzen. Ich habe das mal ausgerechnet. Auf 2 Jahre verteilt, wenn ihr euch die Nägel jeden Monat macht, würde das vielleicht 2,50 Euro kosten. Das ist halt echt gar nichts. Im Gegensatz zu 20 bis 40, 50 Euro im Nagelstudio. Das Coole an diesem Lack ist, dass der einfach nicht absplittern kann, weil ihr habt so einen UV-Lack, den härtet ihr dann noch unter einer UV-Lampe aus. Aber das ist richtig gut, ihr habt nicht mehr dieses doofe Problem, dass euch der Nagellack nach 2 Tagen schon abgesplittert ist. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das Kit enthält eine UV-Lampe mit 3 verschiedenen Zeiteinstellungen, 10, 30 und 60 Sekunden. Zudem gibt es einen Unterlack und einen farbigen Lack. Zudem ist in dem Kit noch eine Nagelfeile enthalten. Dieses komische Ding ist zum Zurückschieben für die Nagelhaut. Und zu guter Letzt die Reinigungspads, da komme ich aber später nochmal drauf zurück. So, los geht's. Als erstes feile ich meine Nägel in die bestimmte Form, in der ich sie haben möchte. Ich mache die speziell immer ein bisschen spitzer, so gefallen sie mir am besten. Als nächstes benutze ich einen sogenannten Buffer, der ist nicht in dem Paket enthalten, aber den gibt es günstig bei Amazon zu ersteigern. Den Link schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Den benutze ich jetzt, um den Nagel ein bisschen aufzurauen, dass die Nägel einfach später besser drauf halten. Als nächsten Schritt benutze ich die Reinigungspads. Hier ist besonders wichtig, dass man die immer fest verschließt, weil die sehr schnell austrocknen. Die kann man aber auch mit ein bisschen Nagellackentferner wieder ein bisschen anfeuchten. Damit reinige ich jetzt meinen Nagel, den ich gerade noch gefeilt habe, um jeglichen Dreck oder Fettreste zu entfernen. Dann geht's weiter mit dem Basic Lack, also mit dem Unterlack von Alessandro. Den trage ich jetzt ganz, ganz dünn auf den betroffenen Nagel auf. Der bietet quasi die Basis für den farbigen Lack, der später dort drüber kommt. Dann wird der Lack unter der UV-Lampe ausgehärtet. Ich mache das immer unterschiedlich. Meistens nehme ich 60 Sekunden und dann anschließend nochmal 10 Sekunden, um den Lack halt richtig und vollständig aushärten zu können. Nun kommen nochmal die Reinigungspads zum Einsatz, um die Schwitzschicht vom Nagel abzulösen, die sich unter der UV-Lampe gebildet hat. Nun trage ich den farbigen Lack auf. Ich habe mir heute einen etwas nudigen Ton ausgesucht, weil ich den momentan einfach sehr gerne trage und ja, der einfach irgendwie zu allem passt. Es gibt natürlich auch noch 100.000 andere Farben von Alessandro, die man benutzen kann. Und jetzt stecke ich den Finger wieder unter die UV-Lampe und härte wieder aus. Jetzt mache ich noch eine 2. Schicht von dem Lack drüber, dass er einfach besser deckt und härte ihn danach wieder aus. Jetzt kommt
kommt wieder der Lack zum Einsatz, den wir eben auch schon benutzt haben als Unterlack. Den kann man nämlich auch als Überlack benutzen. Den streife ich jetzt nochmal gut ab und trage ihn dann auf den farbigen Lack auf. Jetzt ist ein letztes Mal Aushärten angesagt und kurz warten, bis der Nagel fertig ist. Ihr könnt natürlich auch alle Nägel auf einmal machen und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe es euch natürlich nur an einem Nagel demonstriert. So, zu allerletzt wische ich jetzt nochmal die Schwitzschicht ab, die sich wieder gebildet hat. Und dann ist der Nagel eigentlich auch schon fertig und ihr könnt sofort drauf fassen und er ist quasi unbreakable. Es passiert nichts mehr. So, das sind jetzt die fertigen Nägel. So sieht's aus. Mir gefallen sie mega gut. Jeder kann sie natürlich feilen, wie er möchte. So, meine Lieben, das war's mit den Nägeln. Ich hoffe, Nägel haben euch gefallen. Nein, Spaß. Das war's jetzt. Ich hoffe, das hat euch gefallen mit dem Tutorial und ich konnte das irgendwie rüberbringen, wie es funktioniert. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich bin richtig zufrieden mit diesen Nägeln und ich werde sie, glaube ich, die nächsten 100 Jahre auch immer wieder so machen. Den Amazon-Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir doch einen Daumen oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann jetzt husch, husch, ne? Da oben abonnieren, Leute. Ah, ne, das ist ja unten, ne? Ja. Da unten abonnieren, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.